die Hose. Wird mir ja nichts. Du schon. Oh, wird die nicht hören, ne? Dann wäre ja nicht immer gekommen. Spielen heißt nicht etwas herstellen, nicht etwas produzieren, sondern spielen heißt genießen, heißt aktiv sein. Spielen heißt immer etwas mit seinem ganzen Wesen erleben. Und das ist ja gerade das, was die Schule den Kindern nicht ermöglicht. Kinder sollen das Leben ernst nehmen, sagt man. Aber gerade das Spielen sollte ja ernst genommen werden. Das Spielen ist ja das, was alle Fähigkeiten beansprucht und alle Fähigkeiten auch entwickelt. Dadurch kommt man zu sich selbst, was anderes braucht man nicht. Das sollte eigentlich die Grundlage im Leben eines jeden Kindes sein. Tanzen, musizieren, malen. Alles andere kommt dann von selbst hinzu. Une seule fois, non, regarde, on prend. Une goutte d'eau, une seconde, une goutte d'eau. Diese sogenannten Nebenfächer, die sollten die Hauptbeschäftigung aller Kinder sein. Dann wären sie erfüllte Menschen, die zu allem anderen fähig sind. Natürlich entspricht das gar nicht dem Schulprogramm, aber was weiß denn die Schule von den wahren Bedürfnissen der Kinder? Das Schulprogramm geht von dem Konzept der Erwachsenen aus und das soll man Kinder hineinzwingen in diese Form. Ich sehe natürlich, was bei den Kindern verloren geht durch die Belehrung. Und die wenigen Kinder, die in den Malort kommen und sich selbst wiederfinden, die alles Fremde überwinden können, ja, die sind genial. Die sind genial, wie jeder Mensch genial ist, wenn man es ihm gewährt zu sein. Und man muss das wirklich bekannt machen, dass man Menschen formt und aus ihnen etwas macht, wozu sie gar nicht auf der Welt sind. Une goutte de lait encore, voilà. Et un oui, peu de blanc. De l'eau. De l'eau, du jaune et du blanc. Alors, va là-bas au blanc. Tu veux quelque chose de plus? Du blanc. Du blanc, on va le prendre dans la boîte. Man möchte wahrscheinlich keine kräftigen Menschen haben, keine Menschen, die einen starken Willen haben. Man möchte ja untertänige Menschen, die sich einordnen in ein System. Je pourrais continuer avec le doigt. Avec le doigt? Oui. Si tu veux. Das ist wohl auch das Ziel der Schule, Menschen dazu zu bringen, dass sie ein bisschen unzufrieden sind, nicht allzu unzufrieden, sonst lehnen sie sich auf gegen das System, aber dass sie genügend unzufrieden sind, um sich in Konsum zu flüchten, dazu trägt die Schule bei. Und vernichtet natürlich ihr die besten Kräfte und Werte, die ein Kind entwickeln kann. Alles trockenes Weiß drüber machen und dann kann man das ganz übermachen. Mal so lassen? Und anstelle von dem, was das Kind aus sich selbst schöpfen kann, übernimmt das Kind, was man ihm beibringt. Und das ist wenig im Verhältnis zu dem, wozu es eigentlich fähig ist. Et tu sers. Alors, du blanc pour Mika. Je viens tout de suite. Il ne sent pas beaucoup parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il est presque vide. Un instant. Mais même, ça sent bon. Ça sent un peu. Au revoir, Arnaud. Elle est où, Léona? Je voulais lui dire au revoir. Je vais l'appeler. Il n'est pas devant, je croyais. Attends, je vais lui dire. Une seconde.